Tag 14. Und damit herzlich willkommen zurück zu Pineview Drive. Ja, Tag 14. Wir haben tatsächlich im letzten Part 3 Tage gemacht. Ja gut, das waren jetzt gute 20 Minuten. Also, ich habe gesagt, 20 Minuten Parts mache ich auf jeden Fall. Wenn es jetzt, wie gesagt, wenn jetzt ein Tag mehr oder weniger, kann ja auch sein, dass ich jetzt mal, die Musik ist jetzt echt bedrückend, aber richtig bedrückend. Es kann ja sein, dass ich mal für einen Tag 20 Minuten brauche. Es kann ja sein, ich weiß es nicht. Okay, es läuft alles, ne? Ja, ja, gut. Ich habe gerade irgendwie jetzt die Angst gehabt, dass es gerade nicht läuft. Die gehen wir bei unserem schönen Clown. Ich bin gerade irgendwie am Zittern. Es kann auch sein, dass ich kalt habe, weil es hier im Zimmer. Habe ich einen Hund knurren gehört? Unser Clown sitzt immer noch da. Guckt jetzt nicht in unsere Richtung. Mhm. Ich habe doch gerade einen Hund knurren gehört, ne? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Ich glaube, ich habe mir das eingebildet. Also wie gesagt, es kann Sinn, dass weil es hier im Zimmer etwas kühl ist. Und momentan nicht die Heizung an und sowas. In meinem Zimmer ist es. Also nicht, dass jetzt gleich der Hund kommt und uns angreift, ey. Hallo? Alter. Das Knurren, das ist echt gerade brutal, ne? Nur hinter zu sagen, als wäre es direkt neben uns. Ja, das ist jetzt gerade echt brutal. Ist er vielleicht noch draußen? Hallo? Hier? Alter! Alter, das Knurren, das ist echt gerade schlimm, ey. Im letzten Part noch gemacht ist momentan nicht so, dass ich jetzt echt Panik kriege, aber das mit dem... Ey, Alter. Ey, das Knurren, das hört sich wirklich gerade an, als würde der direkt neben mir oder auf mir oder in mir stehen. Leck mich am Arsch. Das Knurren ist echt gerade schlimm. Es ist wieder leise. Ich habe gerade tierische Angst, weil ich wirklich, was ich nicht haben kann, ich mag Hunde. Ich liebe Hunde, ganz ehrlich. Ich liebe Hunde. Aber wenn irgendein großer Hund irgendwie knurrend auf mich zugerannt kommt, kriege ich panische Angst. Und das doch gefällt mir gerade gar nicht. Ich hab keine Ahnung, ich möchte nicht nach draußen. Oh. Hi. Ich konnte mich gerade nicht bewegen, ne? Okay, da wohin. Ja, jetzt, wie ich gesagt habe, ich konnte gerade nicht rein. Wie ich gesagt habe, es muss irgendwie eine bestimmte Zeit rum sein, damit irgendwie die Sachen, dass die Sachen triggern. Weil ich war ja gerade dabei schon draußen. Ich glaube, ich hoffe, dass das Knurren jetzt rum ist. Das war jetzt gerade wirklich so schlimm. Ich hab. Boah, ich weiß gar nicht, sieht man es? Nein, man sieht nicht so. Aber ich habe gerade so Gänsehaut gehabt. Das Knurren war ja direkt. Direkt neben uns. Wenn ich das Gefühl gehabt habe, der wäre jetzt direkt neben uns und ich drehe mich jetzt um und der springt uns an. Gut, jetzt da war ja jetzt hier an der Tür gestanden hat, da vorne draußen, war es jetzt nicht so schlimm, dass er dann da gestanden hat und sowas und dann auf uns. Aber wenn das wirklich, wenn das Knurren gekommen wäre und der hätte sich rumgedreht und der wird direkt auf dich gesprungen, das wäre schlimmer gewesen.
vom Schockmoment her. Eieieiei. Das ist ja nochmal das Bad, würde ich eigentlich sagen. Die Küche, Esszimmer, Schrägstrich, irgendwas. Ah, hallo. Hier ist, das sieht aus wie eine Vorratskammer mit leckeren Äpfeln. Das Gemüse ist, oh, das ist ein Zettel. Jetzt schon wieder ein Zettel. Wir kommen irgendwie viel zu schnell voran gerade, habe ich das Gefühl. Wir sind jetzt bei Tag 15. Tag 15. Der besondere Tag 15, wie manche mir gesagt haben. Linda und ich wollten uns den alten Friedhof ansehen, aber das Tor dorthin ist fest verschlossen. Ah, Linda heißt sie, ja, stimmt, ja. Jetzt sind wir bei Tag 15. Tag 15 und die Musik wird immer lauter. Meine Fresse. Warum wird die Musik lauter? Erstmal schön. Wir sind bei Tag 15. Yippie-yay, die Hälfte haben wir. Und ich kann mir gut vorstellen, das Schlimmste haben wir noch nicht hinter uns. Der übliche Weg. Auf zum Clown. Wir sind jetzt bei Tag 15. Ein Kumpel von mir hat gesagt, freu dich auf Tag 14 und oder 15. Tag 14 war ja jetzt, da war ja jetzt nichts außer der Hund. Ja gut, das mit dem Knurren, das war echt schon echt schlimm. Aber wir sind jetzt bei Tag 15. Mist. Ich habe jetzt gedacht, der Clown wäre weg. Ich dachte wirklich, jetzt der Clown wäre weg. Ich habe jetzt echt das Gefühl gehabt, der Clown wäre weg. Verdammt. Naja, eigentlich bin ich froh, dass der Clown noch da ist. Ihr knackst was? Ist wenigstens die Vogelscheuche. Ich glaube, ich habe aber mehr Angst vor dem Clown als vor der Vogelscheuche. Obwohl die Vogelscheuche schon extrem schlimm aussieht, aber Clown sind meine absoluten Hassviecher in solchen Spielen. Okay, aber hier kommen wir nicht weiter, ne? Wir haben ja keinen Schlüssel. Ich kann mal hochgehen. Ja, es ist wahrscheinlich nur nicht die Zeit, dass irgendwas getriggert wird. Ich kann mal hochgehen in das Zimmer, was wir aufgemacht haben. Ja. Das war ja das Zimmer, ne? Liegt da noch irgendwas außer Streichhölzer? Liegen da noch eventuell Batterien nicht? Ja, da liegen Batterien. Alles klar. Auswechseln. Aber hier liegt kein Schlüssel oder sowas, ne? Nur 1, 2, 3 Packe Streichhölzer. Hat das irgendwas zu sagen? Hier liegen noch welche. Das sind irgendwie viel zu viele Streichhölzer. What the fuck war das dabei für ein... Der war unerwartet, der Schatten. Was mache ich natürlich? Ich drehe mich um. Ich drehe mich um, natürlich. Wenn man Schatten vor sich sieht, das Erste, was man macht, man dreht sich um. Natürlich. Hehe. Der Clown ist weg. Der Clown ist weg. Der Clown ist weg. Bitte lauf uns nicht hinterher, Mr. Clown. Bitte lauf uns nicht hinterher, Mr. Clown. Bitte lauf uns nicht hinterher. Ich muss jetzt etwas singen, weil sonst drehe ich gleich am Rad. Bitte, Mr. Clown, du läufst uns nicht hinterher und machst uns kaputt. Was heißt kaputt? Du schrickst uns nicht zu Tode. Ich möchte mich eigentlich gar nicht mehr umdrehen. Ich möchte mich gar nicht mehr umdrehen. Da geht's weiter. Wo geht's hier rein? Da liegt ein Schlüssel. Die Musik wird dramatisch. Wo sind wir jetzt hier überhaupt? Ist das neues Abteil? Anscheinend, weil hier geht's hoch.
Das Haus hat viel zu viele Abschnitte und ich muss jetzt etwas singen. Bisschen. Weil ich habe keine Lust, dass der Clown auf uns zukommt. La la la. Ich glaube, sobald der Clown irgendwann auf uns oder hinter uns steht oder sowas, werde ich dieses Spiel nicht mehr weiterspielen. Wow. Ein Shortcut. Shortcut. Ja, müsste ein Shortcut geben. Ne? Yippie-yay-yay, Schweinebacke. Blöder Clown, du bleibst bitte weg von mir. Ah, die Musik, die wird mal zu mal schlimmer. Da vorne haben wir einen Zettel liegen. Und schon wieder haben wir einen Tag rum. Und schon wieder sind jetzt gerade... Linda dachte, sie hätte gestern Nacht seltsame Lichter von draußen gesehen. Aber ich glaube, es war nur der Leuchtturm vor der Küste. Tag 16. Hehe. Der Leuchtturm von draußen. Gab's da einen Leuchtturm? Oh Gott, es donnert und regnet wieder. Ich will mal was gucken. Draußen der Leuchtturm. Ich will mal was gucken. Ist der Clown jetzt eigentlich immer weg oder? Natürlich. Natürlich sitzt du wieder da. Du musst ja erst getriggert werden, ne? Muss ja erst einmal, solange es hell ist, geh ich mal raus. Hallo Vogelscheuche, na wie geht's? Da hinten ist der Leuchtturm. Hatte ich schon eine ganze Zeit im Sinn. Die Vogelscheuche sieht schon extrem schlimm aus, ne? Solange es hell ist, geh ich mal hinten an die Küste. Kann man eigentlich so weit gehen an die Küste? Also zum Leuchtturm kommen wir definitiv nicht. Vogelscheuche ist noch da. Ich habe Angst. Die Musik ist gerade verdammt laut. Ich glaube, ich muss das nachher so runterschrauben. Ist da irgendwas? Da ist nirgends was. Muss das auch irgendwie erst getriggert sein, dass jetzt hier irgendwas ist? Okay. Ich mach's mal anders da. Ich glaube, die Sachen müssen erst getriggert werden. In einer bestimmten Zeit oder sowas. In hellen oder sowas wird da wahrscheinlich nicht sein. Deswegen, ich gehe mal rein. Lauf eine Runde hin und her. Mal da rein. Lauf eine Runde. Also ich vermute es mal. Weil wenn ja irgendwas... Der Leuchtturm war ja nicht die ganze Zeit an, oder? Oder habe ich das nur nicht so richtig mitbekommen? Ich weiß es nicht. Wie ich gesagt habe, muss irgendwas erst getriggert werden. Weil das Schiff da hinten war definitiv eben noch nicht da. Und urplötzlich ist es da. Hallo, Herr Vogelscheuche. Guten Tag. Hat da eigentlich da was liegen? Oh, Scheiße. Also das Schiff war definitiv eben noch nicht da. Also muss wirklich erst etwas dunkel sein. Da liegt auch Holz. Aber ich glaube, zum Schiff kommen wir gar nicht, oder? Aber da liegt was. Das hat eben auch noch nicht. What the? Sind das Gargoyles?
Hier schwirren Gargoyles rum. Machen die irgendwas? Liegt da was? Hallo? Oh. Ein Schlüssel, den wir nicht gesehen haben. Okay. Aber da schwirren Gargoyles rum. Waren die Gargoyles nicht da oben als Statue, so wie die da? Die sehen süß aus. Aber ich glaube, die machen uns nichts. Was schon krass. Gut. Der Donner, der macht mich einfach. Das erinnert mich irgendwie gerade an die damalige Sendung Gargoyles. Wo sie nachts erwachen und tagsüber zu Stein werden oder zu Stein steinig sind. Es war eine coole Serie. Ich habe die geliebt, also es war eine geile, ja, wie ich schon gesagt habe, eine geile Sendung, Serie. Ich kann gar nicht mehr reden. Ich finde, der Clown ist auch schon wieder weg und irgendwie unterwegs. Auf der Pirsch, ich mach mal das Licht an. Weil sonst seht ihr ja nichts. Okay, da geht nicht. Ich find's blöd, dass das Licht in dem. Ja, ja. Oh mein Gott, es hat geklingelt. Ach, das war ja der Shortcut, genau. Dass das Licht in dem Spiel zu schnell. Also, dass der Strom zu schnell ausgegangen ist. Hätte vielleicht eventuell ein paar Tage später sein können. Ja, hallo? Oh. Batterien, wir haben aber volle Batterien. Ist da ein Schlüssel? Da liegt ein Zettel. Liegt da ein Schlüssel? Liegt da ein Schlüssel? Ich gucke erstmal. Nein, es liegt keine Schlüssel hier. Aber wir haben schon wieder. So langsam bin ich mir sicher, dass Linda recht hat. Irgendetwas stimmt in diesem Haus nicht. Ich höre und sehe immer mehr Dinge, die ich nicht erklären kann. Wirklich? Das merkst du jetzt erst nach 16 Tagen? Tag 17. Ja, wir haben jetzt knapp 18 Minuten. Wir haben aber jetzt schon wieder 3 Tage gemacht. Also jetzt brauchen wir definitiv keine 15 Parts mehr. Und wenn die Tage jetzt so kurz werden, denke ich, wir brauchen noch nicht mal 12 Parts oder so, 11 Parts. Aber ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt wieder 3 Tage durchgemacht. Ja, 3 Tage wach. Nee. Wir haben 3 Tage jetzt nochmal gemacht. Ja, wie gesagt, sind jetzt bei, ja, noch nicht mal 19 Minuten etwas. Ja, ich kann es nicht genau einschätzen. Sind knapp 19 Minuten, denke ich. Weil ich habe ja meine Stoppuhr, mein Timer habe ich nicht mitlaufen lassen, weil ich immer gesagt habe, dass ich irgendwie 2 Tage mache. Aber wenn ich jetzt wirklich nur 2 Tage mache oder sowas, ist der eine Part vielleicht dann 20 Minuten lang, der andere 18 Minuten lang, der andere vielleicht nur 11 oder 10 Minuten lang. Weil hätte ich jetzt eben beim zweiten Tag dann aufgehört, wäre der Part jetzt hier, glaube ich, nur 11 Minuten oder 12 Minuten lang gewesen. Das wäre ja auch ein bisschen kacke. Deswegen gucke ich immer, dass ich dann auf jeden Fall mal in der Richtlinie von 20 Minuten bleibe, damit dann irgendwie, ja, dass es dann halt so sehen, immer plus minus eine Minute, welche, dass dann bei 20 Minuten ist die Richtlinie und dann plus minus eine Minute, dass dann irgendwie da so bleibt, ob es dann halt, wie gesagt, bei den anderen Tag, dass dann halt 2 Tage sind, bei dem einen nur 3 Tage, es kann aber auch mal sein, dass es irgendwie ein Tag ist, dass ich gesagt habe, dass es jetzt ein Part ist, wo ich nur einen Tag bekomme, weil irgendwie entweder zu lange dauert oder irgendwie nicht genau direkt irgendwie den Hinweis finde oder nicht genau weiß, was ich jetzt machen muss. Deswegen, ja, jetzt habe ich eh gequatscht, deshalb sind wir jetzt eh knapp 20 Minuten. Also, wie gesagt, ich gucke immer, dass ich, wie gesagt, die Richtlinie von 20 Minuten einhalte und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Pinewood Dwarf. Bis dahin. Ciao, ciao.